Jo, es ist der 5.10. 4 Tage noch bis. 4 Tage noch bis die neue Version rauskommt. Ich weiß nicht, das ist Ostalbum, genau. Nicht neue Region. Habe ich Region gesagt? Version? Ich meinte Version auf jeden Fall, falls ich Region gesagt habe. Wenn nicht, dann ist auch gut. Genau, was ich sagen will, ist, in 4 Tagen kommt die neue Version raus. Dementsprechend in 4 Tagen ist auch der neue Banner und. Ab morgen sollten wir wissen, welche Forsters auf den Banner kommen. Denn jetzt wissen wir es leider noch nicht. Weil es immer sonntags erst droppt, glaube ich, die Information dafür. Aber ja, wir werden das ab morgen wahrscheinlich erfahren, auf welchen. Welche Forsters auf dem Banner sein werden. Und ich erfreue mich schon. Ne, ich freue mich schon an. Was? Okay, es macht überhaupt keinen Sinn. Ich freue mich schon auf die Information. Auf den Informationsreveal, genau. Das ist. Surely. Surely sind es gute Forsters. Wo ist mein Trendship-Team? Das hier? Genau. Heute gibt es nicht so viel zu tun eigentlich, meine ich, denke ich. Genau, ich mache einfach ganz normal Dailies. Mal schauen, ob ich noch irgendwas weiteres dazu mache. Resonance geben halt auf jeden Fall. Dailies habe ich jetzt ja gemacht, Resonance geben. Ich gehe auf jeden Fall auch noch in Serenity Pod rein und ja. Ich hatte mal überlegt, ob ich hier noch Primogems farmen will durch Exploration, aber dann. Ich glaube, ich habe doch keine Lust drauf, um ehrlich zu sein, weil. Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Ich werde sowieso schon noch genug Primogems bekommen, um Xelonen zu garantieren, aber ja, wenn ich sie halt nicht Day One bekomme, bin ich halt traurig. Aber dann ist es so. Jetzt keinen Bock, noch mehrere Stunden für Exploration und sowas reingrinden zu müssen, damit ich ein, zwei Puls noch bekomme. Die vielleicht, vielleicht auch nicht. Nur das bringt Miracle Medicine. Ich will kurz schauen, was meine Dailies sind. Dafür müsste ich aber ins Adventure Handbook gehen. Erstmal gehe ich zur Whimsy Domain. Genau, heute wird schon die dritte Woche damit gestartet. Heute ist der erste Tag der dritten Woche, in der ich Whimsy farmen werde. Und ich werde mal schauen. Wenn ich immer noch nichts bekomme, bis 5.1 released, werde ich wahrscheinlich am Release-Tag von 5.1 mir noch einen Attack Sense machen für Clorind und dann habe ich einen Offset Feather, die wahrscheinlich okay ist. Oh, das ist Molani, falscher Charakter. Ich meine, ja, was fehlt ihr gerade am meisten? Crit Damage auf jeden Fall. Das heißt, ich würde hier auf eine Feather gehen mit Crit Damage. Und dann schauen wahrscheinlich, ja, ups, wait. Ist nicht mal. Oh. Ich meine, das ist gut und so, aber. Würde ich wahrscheinlich das Piece geben. Das hier. Ja, Alter, fuck. Ich bin ein bisschen am Arsch. Ich bin ein bisschen gearscht mit meinem Piece. Ich habe viel zu viel Crit Rate. Wow. Und viel zu wenig Crit Damage im Vergleich. So, ich overcappe Crit Rate, aber ich habe nicht mal 200 Crit Damage. Ich habe genau das Gegenteil vom Problem, dass ich mit Neville die größte Zeit hatte. Jetzt habe ich halt sein Bild abgeändert, dass ich eine bessere Crit Ratio habe. Insgesamt hat er halt. Oh mein Gott! Tatsache, dass diese Viecher halt auch einfach Mualanis Missiles blocken können, ist auch so frech. Oh Gott, das war jetzt der schlechteste Clear, den ich hatte in dieser Domain seit einer langen Zeit. Oh mein Gott. Actually habe ich jemals diese Domain schlechter geklärt. Jetzt ist Kachina One-Shot. Oh geil. Also nicht.
Anyways, 4 Domain Runs, 4-mal die Chance, nochmal enttäuscht zu werden. Ich habe die letzten 10 Runs nur Dogshit bekommen. Ich werde diese 10, 4 Runs wahrscheinlich auch nur Bullshit bekommen. Mit den letzten 10 meine ich gestern und vorgestern, wo ich ja jemals 5 Condensed Resin ausgeben konnte und jedes Mal bodenlos wieder gescampt wurde. Okay, fuck you. Scheinbar hat der Dodge einfach nicht funktioniert. Fickt euch. Und damit ist der Scroll Set auch einfach. Der Scroll Set Buff einfach nicht mehr da. Geil. Ich hasse es. Diese Domain ist auch so nervig, Alter. Ich muss Kachina actually healen. Wenn ich nicht noch mehr genervt werden will, davon, dass sie stirbt, während ich ihren Kraft mir hole. Bro, what? Alter, das war ein noch schlechterer Clear. What the fuck? Alter. Ich sehe das hier und weiß schon, ich werde so kein gutes Piece bekommen. So, es könnte Crit Rate gehen und dann Full Crit und dann wäre es ein gutes Piece, aber... Ja, das wird nicht passieren. Nicht bei mir. Es wird so bei Maxi passieren vielleicht, aber ja, bei mir nicht. Willst du auch sterben? Der die 20. Die hat der 20er Hit von Kachina ist crazy. Also, was kriege ich jetzt? Ah, klar. Natürlich das. Warum hätte es nicht getauscht sein können? Ja. Geil, ich wurde schon wieder gescannt von diesem Spiel. Vor allem Flower ist das einzige Piece, wo ich kein Upgrade brauche, weil es schon gut genug ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein gutes Piece Upgrade wird. Und es ist doch das einzige, was schon ein anständiges Deadline hat. So alle anderen Pieces sind Bullshit. Und das einzige, wovon ich gute Pieces bekomme, sind sind Flowers, meine ich. So, Bro, warum? Dahin verschwindet also mein gesamtes Glück. In die Teile rein, wo ich es nicht brauche. Geil. Okay, liebe ich. Oder wo ich auch Glück habe, ist so mit den Crit-Hits. Manchmal im Spiel. Häufig habe ich auch insane Pech, aber manchmal habe ich auch so insanes Glück mit den Crit-Hits. Crit so mit einer 60% Crit-Rate, so 10 Mal hintereinander, was komplett absurd unwahrscheinlich ist. Aber dann verliere ich halt auch 50-50, 7 Mal hintereinander. Würde ich zumindest so predikten. Ja, okay, das sieht... Ja, okay, Crit-Rate brauche ich nicht. Das war's. Das Piece wird nicht gut. Ich brauche halt einen Crit-Damage-Circlet eigentlich. Dann wäre die gesamte Crit-Rate, die ich auf meinen Pieces habe, okay. Aber so ist es halt ein bisschen ass. Hier Fragment und Unfinished Reverie. Ja, das roll ich danach vielleicht, wenn ich noch Artifact-XP übrig habe. Wenn nicht, dann halt nicht. Crit-Damage. Ja, fuck. Das war's. Bleibe ich halt bei dem traurigen Dogshit-Piece. Und dann habe ich das hier. Das hat die drei besten Stats. Alles Minrolls, was auch insane ist, aber ja. Das hier weiß ich gar nicht. Ist gar nicht mal so bad. Ich würde es mal sogar noch saven. Das ist wiederum sehr bad. Ah, okay. Es ist basically ein besten Slot-Piece für Chlorine, natürlich. Was Stats angeht zumindest. Okay, es ist wiederum nicht so gut. Ich behalte es mal, aber ich brauche es jetzt nicht für sie. Wenn wir hier eine Attack Sense und imagine es würde Crit Rate bekommen. Imagine es würde Full Crit gehen. Oh, imagine es würde Full Crit gehen. Ah, okay. Schade. Will ich ein bisschen copen. Surely wird es jetzt nochmal Crit Damage gehen. Ah, okay, ne. Ja, es ist halt traurig.
Das auch. Oh Mann. Lass mal schauen, was das bekommt. Wenn das jetzt Energy Recharge oder Elemental Mastery bekommt, dann quitt ich, Alter. Dann war's das. Nein, tue ich nicht, aber. Okay. I mean, das ist trotzdem ein gutes Piece, je nachdem, wie es rollt, für welchen Charakter. Bro, was ist das? Warum kann ich so ein Piece nicht einfach für hier dieses Set haben? Nein. Okay, wobei das Piece wäre nicht mal ein Upgrade. Wobei es könnte noch mein Crit Damage gehen, dann wäre es definitiv ein Upgrade. Aber Bro, warum könnte das nicht einfach meine Feather gewesen sein? Nein, es muss Flower sein. Das, was ohnehin schon gut genug ist. Wild. Ja. Okay, dann halt nicht. Fuck you. Habe ich eigentlich schon die Reputation Quests gemacht? Ich weiß, dass ich sie nicht mehr brauche. Aber du kriegst davon. Also ich brauche keine Reputation mehr in den Tribes. Aber wenn ich sie mache, kriege ich ja immer noch Artefakt XP. Oh, habe ich schon gemacht. Ja, okay. Schade. Oh, ich habe das noch bekommen. Juhu. Ich bin sowieso schon next. Jetzt aber halt auch keinen Bock, irgendwie aktiv Artefakt XP Farben zu gehen, wieder wie früher. Hier vielleicht kurz zu dem einen Spot hier. Der ist halt einfach OP. Wobei. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch überhaupt irgendwas machen kann, weil ich will jetzt auch nicht jetzt schon aufhören auf diesem Account. Das wäre auch ein bisschen lame. Das ist kein Artefakt-Spot, soweit ich weiß. Ist eigentlich egal. Ich gehe sowieso nicht 100 ausschöpfen jetzt. Ja. Ich brauche halt wiederum zwischendurch ein bisschen Artefakt-XP, leider. Weil. Ja. Pech mit den Artefakten. Ich muss viele Sachen holen. Bro, was war das gerade für ein Visual Bug? Ja, es lohnt sich überhaupt, diese ganzen Artefakte zu machen? Eigentlich ja nicht, so, ne? Oh, hallo. Ich hab's auch seit 5.0 nicht mehr gemacht. Eine Charge Attack waren 8x22k. Das Viech hat 170.000 HP. Sogar ein bisschen mehr. Oder doch, so in etwa 170.000, weil es ist davon gestorben. Aber vielleicht so 170, 180k. So in etwa in dem Bereich müsste es sein dann. Das ist crazy. Auf Level 100 tanken Season Mage ist doch noch ein bisschen was. Selbst ohne Bissbuff. Ja. Hier wusste ich die längste Zeit nicht, dass diese zwei Spots beide Artefakte sind, ne? Das hier ist nichts. Ja, Reddish. Ja. Keine Ahnung. Wie sieht es mit meinen Artefakten aus? Wie viele 5-Star-Artefakte habe ich, die ich vielleicht strongboxen kann? Halt auch nicht so viele, ne? Ich kann jetzt auch nicht einfach Magische Seehunter strongboxen und hoffen, dass man eine Villetten-Upgrade bekommt. Was sind das alles für Pieces, Bro? Ich muss die langsam eigentlich auch mal ausmisten. Zum Beispiel so auf plus 4 machen. Wait, what? Ah, okay. Ja, und dann ist das Bullshit. Okay, sage ich nein. Kann raus. Ich muss mal ein paar 5-Star-Artefakte ausmisten, die einfach nicht gut sind. Oder wo ich so dachte, sie könnten gut werden, aber doch nicht am Ende. Ja, so Double Crits würde ich halt vielleicht noch behalten, aber sowas zum Beispiel HP, Crit Damage, Energy Recharge, okay, schaue ich nach. Und dann mache ich einen plus 4 und wenn es halt nicht irgendwie insane wird, dann ja, ist es halt Bullshit und ich kann es wieder throwen. Ja, das ist. What the fuck? Was ist das? Okay, solche Pieces weiß ich nicht mal, weshalb ich sie behalte. Die würde ich eigentlich instant strongboxen, aber. Vielleicht kriegt's ja Crit. Nein, die wird's flat. Geo Damage Bonus. Das hier ist. Okay, es ist halt ein 3-Liner, was hat ein Max Roll und es hat EM. Das heißt, das hier ist halt zumindest so etwas, das könnte auch noch ein Tinery Piece werden, zum Beispiel, wenn es Crit Rate bekommen würde, aber nein.
kommt's nicht. Einfach kurz ein paar Pieces rausschmeißen, damit ich wieder mehr Slots habe, die okay werden können. Dendro-Damage-Bonus. Okay, Geo-Damage-Bonus, nein. Mit nur einem Crit-Roll mache ich da nichts. Hier könnte es vielleicht Crit bekommen. Nein, okay, schade. Also für einen Fall, falls ich mal, ja genau, falls ich mal Dings pullen würde. Wie heißt der nochmal? I hate them. Was? Nur noch 3 Tage, dann pullen. Dann pull ich hoffentlich nicht an. Nicht an Standard, falls der verlieren. Dann pullen und. Achso, oh mein Gott. Ja, sorry, ich kann nicht lesen. Maxi, dann pullen und hoffentlich nicht an Standard, wenn er falls der verlieren. True. Und hey, Maxi, was geht? Willkommen im Stream. Bullshit. Ja, wer weiß. Diese Pieces sind sogar gar nicht mal so schlecht, wenn sie full EM gehen. Aus Gründen, die man sich denken kann. HP Double Crit, HP Double Crit. Die Pieces sind halt eigentlich gar nicht so schlecht, wenn sie okay rollen. Okay, das wiederum würde ich nicht behalten wollen. Oder? Ja, wenn es 40 Crit Damage bekommt, wäre es halt immer noch insane. Was ist das? Es ist halt. Es ist ein Maiden's Piece und Maiden's Pieces sind interessant. Wie geht's Ihnen, Herr Chingling? Eigentlich würde es mir ganz gut gehen, aber mein Artefakt Pech so lässt sich hier mal wieder so ein bisschen betrachten. Was ist da? Ja, schade. Anyways. Ich mache zum ersten Mal in einer langen Zeit wieder kurz ein bisschen Artefaktrouten, aber ich mache nicht die vollständige, ich mache nur die besten Spots, die schnell abzufarmen sind. Wait, actually, sind das welche? Nein. Okay. Lang nicht mehr gemacht. Na, wie geht's dir, Maxi? Ich glaube, das reicht dann auch schon. Mehr will ich nicht machen. Ich habe jetzt so 20 Spots vielleicht gesucht. Von 100, die man machen kann. Aber ey, wirklich, Maxi, das mit nicht an nicht Standard Banner bekommen, Bro. Also, du weißt nicht, wie sehr ich hoffe, ne? Ich will nicht zum 7. Mal auf High Pity 50-50 verlieren. So, das wäre so frech. Also, holy shit. War alles super, fangen die Tage endlich mit der neuen Region an. Was? Du hast noch nicht mal angefangen. Cringe, Bro. Imagine, man hat's noch nicht fertig gemacht. Friends, was ist das hier? Gibt's irgendwelche? Ich weiß nicht mal, wer die Leute sind. Okay, Mila kenne ich. Wer bist du? Okay, warum habe ich... Ich habe das gesehen und dachte mir so... Hier muss irgendwo C6R5 sein. Und dann habe ich so auf Farina geschaut. Constellation 1, okay, weil dachte ich mir, okay, ja, okay. Dann sehe ich C6 und dann habe ich weiter. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht doch nicht. Und dann sehe ich doch C6 und aha, doch. Doch, ich war richtig in meinen Gedanken. So, ich habe richtig gedacht, Cryo Girls. Cryo Girl Fan. R5, R1. Okay, also 2 C6R5 ist. So wie ich es mir in etwa gedacht habe, I see. C6. Warum ist. Ich hau C6, aber sie nicht. Ah, okay. You know what, ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Bro, was sind das für Constellations? What? The fuck? So, okay, das ist ein Standard Banner Feister. Warum C1? Warum C4? Hä? Ich verstehe die Person nicht. Wahrscheinlich einfach zu broke, um noch mehr zu kaufen, so. So zu viel Geld auszugeben. Kein Geld mehr übrig für weitere Constellations. C6 Xiao war teuer genug. Alle Kino, keine Funds mehr für. Alle Kino übrig gehabt, deshalb. Ja, Mann. Kann ich aber vielleicht ein bisschen strongboxen? Wenn ich jetzt ja gerade sowieso schon nichts übrig habe, was ich machen kann. Würde ich, glaube ich, ein bisschen Marichus Hunter strongboxen und einfach hoffen,
dass Manövelet mal endlich bisschen rauskommt aus der Dogshit-Szene. Hier. Komm. Here we go. Okay. Okay. Oh. Defense, Defense, Defense. Und jedes Mal Dogshit-Substats. So, ich dachte, das ist das gleiche Piece. Was ist das? Oh mein Gott. Wow. Also. Okay. Anyways. Oh, okay. Wait. Post-Champ? Maybe. Ja, okay. Komm, ich Strongbox noch einmal durch. Und es reicht. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Ja, Cope. Nein. 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 Vielleicht. Nein. 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 Ich meine, das ist Cope vielleicht noch okay für irgendeinen Charakter. Ich schau mal kurz. Ich roll sowieso die Pieces nur auf plus 4, denke ich. Crit Rate, HP Crit Rate. Das ist. Ja. Ja. Marischus Hunter. Great. Oh, wait, for real? Ja. Ja, Feather ist jetzt nicht so das, was er braucht, um ehrlich zu sein. Ja. Was ist das Goblet? Ein Offset, okay. Aber wir haben potenziell hier Crit Ray. Ja, das war's. Crit. Schon ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Bro. Ja, also. Also, das ist krass. Das. Oh mein Gott. Ja. Ja.
Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to Also. Ja. Das konnte fast überhaupt nicht mal mehr schlechter werden als das, was ich derzeit habe. Es war so gefühlt unmöglich, dass es schlechter werden kann. Die Chancen stehen so 90 zu 10. Es ist so. Ja. Ja, okay. Ja. So, es war extrem unwahrscheinlich, dass es schlechter wird, aber ja, okay, es es hat die 1 in 16 Worst Case Chance genommen, dass es garantiert schlechter wird. Ja. Also das Ding hat mit 3 guten Rolls gestartet, sozusagen auf plus 4 hat es mit 3 guten Rolls gestartet. Das hier hat auf plus 4 mit 2 guten Rolls gestartet. So, das ist 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, das ist auch ein 3-Liner gewesen. Also, how? So, wie kann es sein, dass ich jedes Mal, wenn ich einen wirklich... Also, jedes einzelne fucking Mal, wenn die Chancen wirklich insane gut für mich stehen, also wirklich so, 90% gut, 10% schlecht, wie kann es sein, dass ich jedes Mal den Worst Case bekomme. Es ist wirklich unfassbar. Das genau das gleiche gilt auch bei 5 Stars. Die Wahrscheinlichkeit, dass du zweimal bis mindestens 74 gehen musst, damit du deinen Banner 5 Star bekommst, ist 22%. Dass du bis 74 gehen musst, 50-50 verlierst, bis 74 gehen musst und dann erst ein Guarantee bekommst, das ist ein Worst Case von 22%. Dass das hintereinander 6-mal passiert, kann man sich denken, wie unwahrscheinlich das ist. Und ich bin hier angekommen. So, wie ist das möglich? Und es ist ja nicht so, wie wenn es so einmal, zweimal passiert. Es ist so das, was auf Langzeit inzwischen so ist. Bro, ich, Alter. Ja, okay, dann gehe ich halt wieder raus aus Genshin, wenn sie mich nicht wollen. Was soll das hier? Was eine Scheiße. Ja, schade, Maxi, ich hab's gelesen. Oh mein Gott. Heilige Scheiße, jetzt spiele ich halt sie.